willkommen zum Aerial Hoop Tutorial bei Grace Sports Augsburg mit mir, Nadine Rebel. Heute eine kleine Figur vom Boden aus, der One-Handed Pike. Pike ist ja immer ein bisschen so diese Figur mit gestreckten Beinen. Und One-Handed sagt schon, was es ist, nämlich das Ganze mit einem Arm, mit einer Hand. Und ich zeige es euch erstmal und dann erkläre ich euch, was wichtig ist. Was beim One-Handed Pike ganz wichtig ist, ist natürlich ein extrem guter Grip an den Händen. Ihr könnt aber Stück für Stück und schön langsam überprüfen, ob ihr wirklich genügend Grip habt. Wichtig ist, der Haltearm ist zwischen den beiden Beinen. Ich habe zunächst im Untergriff gegriffen und später dann aber mit der Haltehand in den Obergriff gewechselt. Meistens ist es im Untergriff etwas leichter hochzukommen, weil ihr mehr Bizeps dabei habt. Geht in die Grundspannung, geht nach oben. Ihr könnt die Hände auch schon eng nehmen, dass ihr die beiden Beine nach dem Helikopter direkt hier einlegt in den Hub. Geht schön auf die Zehenspitzen, sobald ihr in den Drehmoment kommt. Dreht euch leicht, nehmt die Spannung mit, geht nach hinten und hängt die beiden Beine ein. Jetzt greife ich mit der Hand, die halten soll. Vorhin hatte ich meines Erachtens, glaube ich, links, jetzt versuche ich rechts. Kann ich auch im Untergriff bleiben, ziehe die beiden Beine zu mir, schließe sie und löse die andere Hand. Dann bin ich im One-Handed Pike. Komme zurück, hänge die Beine erstmal wieder ein und kann dann von hier aus auch zum Sitzen nach oben kommen. Guckt mal, was euch besser gefällt, der Untergriff oder der Obergriff. Ich kriege schon wieder Krämpfe in den Zehen. Ihr könnt natürlich auch von oben nach unten gehen. Jetzt von unten nach oben. Machen wir den Rückweg noch mit dazu. Und ich gucke mal in den Obergriff und sage euch, wie der Unterschied ist. Ich komme nach unten. Ich halte mich schön in den Kniekehlen fest. Jetzt ist mein Rücken rund und meine Schultern oben ist nicht so schön. Hilft uns auch nicht weiter. Jetzt gehen wir nach unten. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die Hände zwischen meine Beine bringe. Jetzt bleibe ich wieder mit der rechten Hand, bleibe aber jetzt im Obergriff. Ich ziehe erst ein Bein zu mir, dann das zweite Bein zu mir und jetzt versuche ich zu halten und die Beine zu strecken. Langsam nach unten, wenn ihr so nah seid, könnt ihr euch auch einfach absetzen. Ansonsten immer daran denken, dass auch ein Plumps aufs Steißbein ein bisschen wehtun kann und sehr unschön ist. Deswegen dann auch eher mit Crashmat arbeiten. Jetzt geht's. Das ist der One-Handed Pike. Arbeitet erstmal mit Sicherung und lasst euch durch jemanden sichern, bis ihr merkt, welcher Zug auf die eine Hand kommt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!